Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Auf diese Videoidee hat mich Bellys Blog gebracht. Und zwar, wer sie verfolgt, der weiß, dass sie jetzt endlich von ihrem Freund den lang ersehnten Heiratsantrag bekommen hat. Und der war so, so toll. Ich verlinke euch das Video und ihren Kanal nochmal unten in der Infobox. Schaut es euch gerne mal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner, sehr ausgefeilter Hochzeits-Heiratsantrag. Und ja, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man jetzt verlobt ist, und jetzt? Und genau um dieses Thema soll es in diesem Video gehen. Jetzt ist man verlobt und ja, was macht man denn jetzt mit dieser Hochzeitsplanung? Und ja, als erstes würde ich euch empfehlen, genießt es und lasst euch inspirieren. Also genießt erstmal dieses Gefühl, verlobt zu sein, auch diese erste Zeit verlobt zu sein. Es ist eine sehr intensive Zeit mit eurem Partner. Und dann lasst euch einfach treiben. Lasst euch erstmal inspirieren. Macht, worauf ihr Lust habt. Geht auf Hochzeitsmessen, kauft euch irgendwelche Hochzeitszeitschriften, blättert da mal durch. Und lasst uns euch einfach mal von diesem ganzen Hochzeitsthema überfluten. Weil am Anfang ist es wirklich mega, mega viel. Und deswegen nehmt das erstmal alles auf. Lasst euch inspirieren, lasst das sacken. Und erst dann solltet ihr beginnen, euch erste Gedanken zu machen. Wichtig ist zum Beispiel ganz am Anfang für euch mit eurem Partner zu klären, wie groß soll denn die Hochzeit werden? Soll es nur ein ganz, ganz kleiner Rahmen sein mit den engsten Freunden und mit der Familie? So haben wir das ja mit Manu zum Beispiel gemacht. Wir waren dann ungefähr 30 Personen. Dann braucht ihr natürlich nicht so viel Planungszeit, als wenn ihr jetzt eine richtig große Hochzeit mit 100 Personen plant. Wenn ihr so eine Hochzeit in einem ganz kleinen Rahmen plant, wenn ihr wisst, ihr wollt nur aufs Standesamt und nachher irgendwo noch schön essen gehen und dann war es das für euch, dann würde ich sagen, reichen euch 6 Monate Vorbereitungszeit. Alles, was darüber hinausgeht, also alles, wo es dann schon losgeht, Standesamt, vielleicht noch kirchliche oder freie Trauung, dann eine richtige Hochzeitslocation mit vielen, vielen Gästen, dann solltet ihr Minimum 9 Monate, aber lieber 12 Monate Planungszeit einberechnen. Und da geht es nämlich schon los. Wenn ihr erstmal wisst, was ihr wollt, wie viele Gäste, wie ihr feiern wollt, davon ist ja dann der Termin abhängig. Wie viel Zeit müsst ihr zum Planen eurer Hochzeit denn überhaupt einberechnen? Und erst dann kann man halt beim Standesamt, je nachdem wie das beim Standesamt läuft, ich hatte jetzt zum Beispiel eine Hochzeit, die ich plane, da können die Leute erst 6 Monate vorher auf dem Standesamt einen Termin machen für die Hochzeit, was ich echt kundenunfreundlich finde. Also geht dann aufs Standesamt, schaut halt, was ihr für einen Termin bekommt. Denn wenn ihr wirklich die standesamtliche Trauung und dann die Feier an einem Tag machen wollt, hängt es natürlich vom Standesamt ab, welcher Termin es dann wird. Davon ist dann abhängig die Location, haben die noch was frei, all solche Sachen. Also wenn ihr dann einmal wisst, wie eure Feier ungefähr aussehen soll, könnt ihr dann die weiteren Schritte planen. Und da ist immer der Termin erstmal das Wichtigste, natürlich. Und wenn ihr diesen Termin einmal habt, also wenn ihr das beim Standesamt beispielsweise schon festmachen konntet, würde ich euch zu Save the Date-Karten raten. Denn es ist ja meist so, dass man so im Oktober, November, Dezember auf Arbeit dann den Urlaub einreicht. Und wenn da dann so Save the Date-Karten fürs nächste Jahr für eine Hochzeit kommen, kann man dann immer schön den Urlaub planen und einreichen. Und die eigentliche Einladung, da habt ihr dann so ein bisschen Puffer, könnt ihr dann gut Anfang des Jahres rausschicken. Das finde ich eigentlich immer eine schöne Sache. Dazu habe ich jetzt auch den Paaren in letzter Zeit immer geraten. Ja, dann steht ihr da, ihr habt den Termin, ihr wisst ungefähr, wie viele Gäste kommen sollen. Ihr habt auch so eine Gästeliste erstellt. Nur dann wisst ihr natürlich, wie viele Gäste es sind, weil es ist natürlich dann, lade ich da noch den Partner ein, lade ich die Kinder ein, da müsst ihr euch so ein bisschen Gedanken darüber machen. Und wie geht es dann weiter? Dann kommen wir ja eigentlich zu dem kritischen Punkt. Ich als Hochzeitsplanerin, ich kann euch sagen, nicht jeder möchte einen Hochzeitsplaner, der alles von A bis Z organisiert und auch am Tag da ist, was ich absolut nachvollziehen kann, weil ich ja auch eine fremde Person beispielsweise bin. Aber ich habe jetzt zum Beispiel eine Hochzeit, die ich organisiere, da war es den Leuten ganz, ganz wichtig, dass ich das halt von A bis Z mache, dass ich den Überblick habe und dass ich auch am Tag da bin und das alles regle, auch die Moderation gerade dann auf der Feier zum Beispiel übernehme und schaue, dass da alles geregelt ist. Es gibt natürlich auch die zweite Variante. Ihr könnt einen Hochzeitsplaner engagieren, der aber nur so Teilsachen für euch macht. Der muss nicht mal am selben Ort wie ihr wohnen. Das biete ich zum Beispiel auch an. Dann, das ist so diese Grobplanung. Dann
reden wir vorher, was ihr wollt, was ihr schon wisst. Ich erstelle euch einen groben Zeitplan und ein Konzept. Ein Konzept ist auch immer wichtig, sollte man nicht unterschätzen. Dazu werde ich auch nochmal ein Video machen, wie ihr an diese Konzepterstellung herangeht. Also die wichtigsten Sachen, die ihr braucht, ist wirklich der Zeitplan und euer Konzept. Und dann schicke ich euch einfach noch ein paar Ideen und Tipps mit dazu. Das kann alles per E-Mail und Telefon geregelt werden. Und dann, wenn ihr euch daran haltet, könnt ihr das auch selber weitermachen. Das ist natürlich wesentlich günstiger, als wenn ich die komplette Planung als Hochzeitsplanerin übernehme. Und es ist nicht ganz so persönlich. Wenn ihr das halt nicht mögt, dass da fremde Personen allzu viel drin rummischen. Aber ihr wisst halt, wenn ihr euch dann daran haltet, was ich euch dann zuschicke, was ich euch ausarbeite, kann auch nichts schief gehen. Ihr müsst euch dann keinen Stress machen bei der Hochzeitsplanung. Ich verlinke euch auch unten in der Infobox nochmal ein Video, was ich vor vielen, vielen, vielen Monaten gedreht habe. Das merkt ihr auch an der Qualität. Und zwar geht es da dann darum, was für Vorteile ein Hochzeitsplaner hat, was Hochzeitsplaner so machen, ob das was für euch ist oder nicht. Wenn ihr euch jetzt gegen einen Hochzeitsplaner entscheidet, ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass ihr euch Organisationshilfen zur Hand nehmt. Das können irgendwelche Ausdrucke aus dem Internet sein, das sind im besten Fall irgendwelche Bücher. Da habe ich schon das ein oder andere vorgestellt, was ich persönlich sehr, sehr gut fand. Die verlinke ich euch alle nochmal unten in der Infobox. Mein letztes war das 100-Checklisten-Buch, was ich richtig gut fand, wo man das auch mit einer App kombinieren kann. Wie gesagt, die findet ihr alle unten in der Infobox verlinkt. Also wenn ihr eure Hochzeit selber plant, nehmt euch wirklich so eine Planungshilfe an die Hand. Anders ist es, ich kann es mir anders wirklich überhaupt nicht vorstellen. Wenn man nicht die Hilfe von einem Hochzeitsplaner hat und nicht so ein Buch zur Hand, wie man das irgendwie einigermaßen ordentlich auf die Reihe kriegen will. Also wenn ihr es selber plant, dann organisiert euch so eine Planungshilfe. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen im Internet. Und dann haltet euch daran, was euch dort empfohlen wird. Eure grobe Vorgehensweise, wenn ihr dann also verlobt seid, sieht halt so aus. Erstmal holt ihr euch Ideen, dann macht ihr einen Termin, überlegt, wie viele Gäste denn kommen. Davon ist nämlich die Location abhängig. Und dann überlegt ihr euch, nehmt ihr einen Hochzeitsplaner, nehmt ihr dann das Komplettpaket oder nur so ein Hilfepaket, wie ich das zum Beispiel habe. Wenn ihr mich wegen so einem Hilfepaket nochmal kontaktieren wollt, das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Oder macht ihr es wirklich selbst, dann schaut nach Planungshilfen, nach irgendwelchen Büchern, nach Apps, nach Internetseiten, die euch da weiterhelfen. Und da ist dann der nächste Schritt euer Zeitplan. Der ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig für euch. Und die liebe Vicabella auf YouTube, die plant gerade ihre eigene Hochzeit selbst. Und ich verlinke euch mal ihren Kanal unten in der Infobox, weil die macht das richtig, richtig toll und ist richtig inspirierend. Da könnt ihr euch so ein paar Anregungen holen, wie man das am besten macht, wenn man es denn selber plant. Also schaut mal bei ihr vorbei, Kanal ist unten verlinkt. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Hinterlasst mir Kommentare, wenn ihr auch Fragen habt, wenn euch bestimmte Themen zur Hochzeitsplanung noch interessieren. Und ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!